zu, ihr Wichser, ihr Scheißköpfe. Hier ist ein Mann, der sich nicht alles gefallen lässt, der nicht mehr geduldig alles einsteckt. Hört genau zu, ihr Wichser, ihr Scheißköpfe. Hier ist ein Mann, der sich nicht mehr alles gefallen lässt. Ein Mann, der sich gegen den Abschaum, die Nutten, die miesen Schweine, den Dreck und die Scheiße wehrt. Hier ist jemand, der sich wehrt. Hier ist... Du bist tot. Das Ulmer Münster ist der höchste Kirchturm auf diesem Planeten. 161,53 Meter ragt er in den Himmel. Der Grundstein wurde 1377 gelegt und der gesamte Bau verlief in zwei großen Bauphasen über 5 Jahrhunderte verteilt. Dass dieses Gebäude jährlich über 1 Million Besucher anzieht, ist kein Wunder. 768 Stufen reichen bis auf die Höhe von 143 Metern, also 20 Meter unter dem Höchstpunkt. Von dort aus bietet sich dem Besucher in schwindelnder Höhe ein eindrucksvolles Panorama der Stadt und ihrer Umgebung. Manchen scheint das nicht auszureichen und sie wollen nach ganz oben. Wie der 20-jährige Österreicher, der letzte Woche nach ganz oben geklettert ist. Er hat sich aufgemacht und hat sich nachts seinen Weg dort nach oben gebahnt. Er musste an Polizeistreifen vorbeischleichen und ist ohne Seil, ohne Absicherung, nur mit einer Kamera bewaffnet, nach ganz oben geklettert, um nach seinen Worten zu entspannen. Ob es sich bei dem jungen Mann um einen Geisteskranken handelt oder warum er das gemacht hat, erfahrt ihr in diesem Podcast. Er erzählt, wie er mit der Angst umgeht und wie er dafür trainiert hat. Wenn euch die Geschichte gefällt, dann folgt meinem Channel. Viel Spaß mit diesem Interview. Okay, hi. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärst, hier ein paar Fragen zu beantworten und so. Ich fand es schon echt krass, die Bilder da zu sehen. Und als allererstes, wer bist du? Also im Großen und Ganzen würde ich das anonym halten, aber wer ich bin, ich sag's mal so, ich bin ein ganz cooler Typ aus Österreich, von wo genau würde ich auch nicht sagen, aber ich komme aus Österreich und ich bin um die 20 Jahre alt und vielleicht kann man schon hören, ich bin Benny. Also ja. Ja. Ur-nice. okay, was machst du, wenn du nicht gerade aufs Ulmer Münster steigst oder nicht auf irgendwelche krassen Türme oder sowas? Großteil ist Arbeiten natürlich wie alle anderen. Aber in meiner Freizeit trainiere ich natürlich viel für solche Sachen, für meine Stunts, für Kletterversuche. Ja, das war's eigentlich. Ich trainiere eigentlich die ganze Zeit. Was ich halt als nächstes machen möchte. Okay, und wie? Neben dem Arbeiten. Wie trainierst du und also machst du da so Klettern oder Parkour oder wie kann ich mir das vorstellen? Natürlich viel Krafttraining, Ausdauertraining, ich kletter viel, ich mache viel Parkour, viel Running. Und natürlich Balance-Training, alles Mögliche, was irgendein Spiel damit zu tun hat. I see. Ja. Darf man fragen, welche anderen Stunts du irgendwie schon gemacht hast? Das darf man fragen, ja. Also, wie gesagt, am liebsten klettere ich, das macht mir am meisten Spaß. Fühle ich mich am lockersten und einfach, ja, entspannt. Aber ich habe auch schon mehrere Stunts gemacht. Wie zum Beispiel, ich bin von einer Fahrt in die U-Bahn. ins Wasser gesprungen. Da bin ich vor ein paar Jahren draufgekommen, als ich in der U-Bahn gesessen bin und über eine Brücke gefahren bin, spontan. und sonst viel Cliffjumping. Wie gesagt, Parkour natürlich, da kommt man auch immer auf ganz coole Ideen. Und
Ja, alles Mögliche eigentlich. Fallschirmspringen mache ich auch viel. Ach, Headshot noch krass. nicht, kommt aber wahrscheinlich bald. Und sonst ja. Das passt Ja, eigentlich auch. also ich habe auch Mal Fallschirmspringen gemacht und so, aber das ist auch so das Höchste, was ich mir zutraue. Ich finde das echt krass, also diese Bilder. Also, wenn wir jetzt gerade mal irgendwie auf dieses Ulmer Münster irgendwie genauer eingehen, möchtest du da irgendwie das irgendwie aus deiner Sicht irgendwie erzählen? Also, wann bist du da los? Was waren da Probleme? Bist du da einfach so hochgekommen? Ja, also erstmal war das ziemlich spontan. Also ich war eigentlich auf der Durchreise. Ich war am Weg nach Stuttgart eigentlich und bin da zufällig noch stehen geblieben. Und ich wollte das schon vor ein paar Jahren machen. Und es hat sich dann perfekt ergeben. Und ich habe mir das halt dann angeschaut, weil ich hier in Ulm war, dann direkt. Und im Großen und Ganzen war es eigentlich ziemlich einfach. Also es ist natürlich nie komplett einfach. Ich hatte dann auch noch einen Kontakt, der hat mir ein bisschen raufgeholfen. Aber da kann ich nicht genau noch eingehen, aber ich hatte mal unten geschlafen, bei so einem Ort an der Donau, glaube ich, war das, ja. Und bin dann irgendwo circa aufgestanden. Bin dann ganz gemütlich hingegangen und habe dann halt angefangen. Unten musste man eine Zeit lang außen hochklettern. Also da sollte man schon bessere Kletterskills beherrschen. Weiter oben geht man in den Turm rein. Und dann ganz oben musste man halt dann auch außen den Turm raufklettern. Insgesamt glaube ich, wenn du schnell bist, dann schaffst du das in einer halben Stunde locker. Aber ich habe halt wirklich mir viel Zeit gelassen, dass ich von überall Fotos machen kann. Und ja. Mega. Ja, ich habe die Bilder gesehen, wo du da irgendwie ganz oben dich entspannst und dich irgendwie so rumpendelst oder rumwippst. Wie war das Gefühl, da ganz oben zu sein, nach 1,5 Stunden da hochklettern? Ja, das Gefühl ist immer gut. Also nicht entspannt ist großteils. Es ist einfach so ein Gefühl, dass man etwas Außergewöhnliches geschafft hat. Was, glaube ich, jeder Person in einer Art gefällt. Also ja, ich meine, jede Person findet, sag ich mal, cool, etwas Außergewöhnliches zu schaffen. Wenn es jetzt, muss jetzt nicht unbedingt irgendwo aufgeben sein, aber es kann natürlich alles Mögliche sein. Und ja, wie gesagt, mich entspannt das großteils. Und natürlich, auf dem Video, war etwas schwieriger oben zu klettern, weil du halt dann kurz vorm Ende oben hattest du so einen Überhang. Und das heißt, du hängst halt wirklich nur auf deinen zwei Armen und musst dich dann halt auf deinen Armen hochziehen. Ach Das du war ein Scheiße. bisschen, ja, sketchy, sage ich mal. Aber es war nicht mein erstes Mal und deshalb auch ganz entspannt. Ja, du sagst sehr oft entspannt und easy und so, aber also was mir da so als erstes einfällt, ist halt irgendwie, ich hätte einfach wahnsinnig Angst. Wie gehst du irgendwie damit um? Angst habe ich immer. Das ist komplett normal. Also ich glaube, es gibt keine Person, die da wirklich null Angst hat, wenn sie da oben wird. Es gibt ja mehr Leute, die sowas machen mittlerweile. Ich weiß nicht, ich natürlich trainiere ich eben dafür, dass ich, sagen wir mal, nicht keine Angst habe, aber in jeder Situation ruhig bleiben kann. Und dann, ja, ist es natürlich viel einfacher, eben auch in extremen Situationen die Ruhe zu bewahren. Ja. Heftig. Und wie kann ich mir das vorstellen? Also hast du irgendwie Seile, an denen du dich dann irgendwie noch festmachst, damit, falls was passiert, du irgendwie geschützt bist? Nein, also ich vertraue 100% auf mein Gedächtnis und meinen Körper. Also es ist wirklich, es gibt keine Seile, ich kletter nur mit meinen Armen. Also ja, keine Seile, gar nichts, es ist wirklich mit mir. Okay, Ich selber. du hast keine Also muss Seile. halt.
Und du hast dann wahrscheinlich irgendwie noch eine Kamera in der Hand und dann stehst du da oben und hebst dich nur mit einem Arm fest, oder wie? Ja, die Kamera, die habe ich aber umgehängt, also das heißt, die starten mich beim Klettern. Die hole ich nur raus, wenn ich, ja, sagen wir mal, in einer guten Position bin, wo ich mich halt, wo ich entweder gut stehe oder mich gut mit einer, also mit einer Hand anhalten kann. Und dann habe ich halt noch die Kopf, aber eigentlich habe ich den Mund und ist auf meinem Kopf fixiert. Also, die Stirn. Die meisten Menschen denken immer, das ist dann noch extra und mein Gott, der filmt das auch noch, aber das Filmen ist ja dann kein wirklich großer Unterschied. Die hängt ja dann meistens am Kopf, die stört dich ja nicht. Oder, ja, also ich kletter schon so, dass ich beide Arme frei habe. Und ich mache auch nur Sachen, wo ich mir wirklich 100% sicher bin, dass ich das kann. Deshalb trainiere ich auch immer für die Sachen. Es ist ja nicht so, als hätte ich das noch nie gemacht. Denken halt dann im Kopf, ah, ich klette mal auf eine Kirche rauf, haha, lustig. Sondern ich trainiere und schaue, was ich dafür brauche. Und dann bereite ich mich vor und mache das. Okay. Und wie war das? Also gab es da irgendwie dann auch irgendwie, also du musstest ja anonym und machen und keiner darf dich dabei erwischen. Gab es da irgendwie Probleme oder gab es da irgendwie Sicherheitspersonal, was du austricksen musstest oder Polizei? Nein, es gab nur einen ab und zu Streifenwegen, die unten über der Kirche rumgefahren sind. Aber ich, wie gesagt, ich habe das nicht zum ersten Mal gemacht. Ich weiß schon, wie ich das ungefähr angehe. Und ja, mir geht es ja nicht darum, dass ich da irgendwie raufgehe, was gut mache oder irgendwas, weiß nicht, klaue, stehle, Handspray oder sowas. Sondern mir geht es wirklich nur darum, großteils auch nicht mehr auf die Spitze zu kommen. Mir geht es einfach nur um diesen Moment, dass es einfach für mich passt, mir Spaß macht und ja, wie gesagt, etwas Außergewöhnliches zu schaffen, was nicht viele Menschen auf dem Planeten beherrschen. Und ja, also Probleme mit der Polizei oder mit irgendjemandem nicht. Und ja, da ich auch nichts, keine Ahnung, kaputt mache oder so, sollte das auch kein zu großes Problem sein. Jetzt hätte ich noch eine Frage. Also was, also jetzt warst du schon auf dem höchsten Kirchturm der Welt, auf diesem ganzen Planeten, auf dem allerhöchsten. Und was kommt denn danach? Also hast du irgendwie ein nächstes Ziel, was du machen willst? Nächstes Ziel, ja. Also ich hab mehrere Ziele, ganz viele verschiedene. Schwierig zu sagen. Es kommt halt gerade zu diesen Corona-Zeiten wirklich nur darauf an, wie das jetzt in nächster Zeit ausschaut, wo ich hinfahren kann, was ich machen kann. Generell bin ich viel unterwegs, also ich reise eigentlich großteils meiner Zeit, meiner Freizeit. Und ich würde gerne nächstes Jahr nach Afrika und dort ein paar coole Sachen machen. Aber da kann ich sage ungern Sachen, die ich in Zukunft mache, da ich ja nicht, ich sage mal, gefährden könnte, beziehungsweise mein Plan, ja, ich sage mal, versauen könnte damit, dass da schon Leute davon Bescheid wissen, bevor ich das überhaupt angefangen habe. Deshalb ist es eher schwer zu sagen. Wie gesagt, ich würde gerne Hafen und ein paar coole Sachen machen. Ja. Wo warst du, also jetzt hast du irgendwie gesagt, dass du an der U-Bahn warst und jetzt auf dem Ulmer Münster. Was hast du noch für, also warst du irgendwie auf anderen hohen Gebäuden? Anderen hohen Gebäuden. Ich war auf viel, sehr viel hohen Gebäuden. In Österreich war ich auf viel hohen Gebäuden. Ich bin auf, es ist nicht so hoch, aber ich war letzten Sommer zufällig in Saint-Tropez. Da bin ich vorbeigefahren, da war ich am höchsten Gebäude. Sonst, ich weiß nicht, in Deutschland war ich auch auf ein paar. In Belgien war ich am höchsten Turm von Belgien. Okay, ich kann nicht mal ein bisschen Turm. Ja, es geht gar nicht so darum, immer aufs höchste Ding
zu kommen, dass die Jungmacher Münster jetzt die höchste, der höchste Kirchturm der Welt ist. Das war eigentlich großartig ein Zufall. Ich hätte es ja auch gemacht, wenn es kleiner wäre, das hat nichts damit zu tun. Und sonst, ja, ja voll. Also, wie gesagt, es kommt nicht so darauf an, dass, also auf die Größe natürlich, ist es immer spektakulärer, sag ich mal, wenn du auf höheren Sachen bist, aber ja, darauf kommt es mir eigentlich gar nicht drauf an. Ich war auch schon in vielen Tunneln unterwegs, ich habe viel Trainsurfen gemacht. Ich habe dann alles mit. Okay, krass. Und was ist so grundlegend deine Motivation noch dafür? Also, was treibt dich da an, irgendwie durch die Welt zu rennen und immer wieder neue Sachen zu machen? Was mich antreibt, naja, sagen wir so, ich bin eigentlich ein Mensch, der nur draußen unterwegs ist. Ich kann nicht wirklich vor dem Computer sitzen, ich kann nicht wirklich zu Hause sein, mir wird da extrem schnell langweilig. Und ich habe schon ziemlich viel das Reisen für mich entdeckt. Und ich sag mal, das normale Reisen, was jetzt, also normal ist schwierig zu definieren, aber normales Reisen wird halt auch ziemlich schnell langweilig. Und deshalb suche ich mir immer, neue Herausforderungen, neue Momente, die halt Spaß machen. Und ja, mir geht's auch, es kann wirklich alles Mögliche. Es muss nicht immer Klettern sein oder Trainsachen oder weiß nicht was, irgendwo runterspringen. Es kann wirklich alles Mögliche sein, was irgendwie mir Spaß macht, sag ich mal so. Du willst einfach immer neue Dinge erleben. Genau. Immer intensiver leben. Alles, was im Planeten, was möglich ist, will ich einmal ausprobieren. Wenn es mir gefällt, dann kann ich es öfter machen. Wenn es mir nicht gefällt, dann suche ich mir was Neues. Also, da bin ich ziemlich ein paar. Okay, also ich finde das mega nice und irgendwie eine coole Lebenseinstellung. Du hast irgendwie meinen größten Respekt. und. Ich weiß nicht, fällt dir noch was ein? Ansonsten kannst du irgendwie noch irgendwas sagen, was du irgendwie vor allem vielleicht den Ullmann sagen willst, weil vermutlich von denen viele zuhören werden. Also den Ullmann würde ich gerne sagen, schaut, dass ihr das so gut anonym wie möglich haltet, dass ihr, das halt mit dem Ulm, weil es ist eine echt schöne Kirche. Und ich will die Möglichkeit für andere nicht damit versauen, sie da halt auch aufzubekommen. Und ja, genau. Macht keine dummen Sachen, also in dem Sinne von unüberlegt. Überlegt alles gut, trainiert dafür. Also du trainierst. Seit Jahren wahrscheinlich kletterst du überall die ganze Zeit rum und so. Du hast es nicht einfach nur die kurze Mal überlegt. Sondern du machst es wirklich professionell. Bouldern kann ich extrem empfehlen. Das ist echt gut, wenn du wirklich klettern willst. Sonst halt klein beginnen. Also es ist ja nicht, die meisten denken halt wirklich immer, dass wir die Leute, die sowas machen, halt nicht getroffen sind, die einfach irgendwo hochklettern. Denken uns ja auch nicht einfach, ich kletter jetzt mal nach oben. Ja, cool. Es ist ja jahrelanges Training. Also, ich mache das jetzt schon sicher über 10 Jahre, alles insgesamt. Das ist halt das, was mich am meisten aufregt. Wenn du keine Ahnung hast von irgendwas, schaust du jetzt erstmal an. Lies irgendwas drüber, ich weiß nicht, vielleicht Stream ist ein Film oder irgendwas. Aber ich mag halt keine Leute, die einfach sagen, wir sind dumm, wir machen nur Scheiße. Das ist halt. Aber natürlich. Ja, die denken halt wahrscheinlich nur, dass es so eine Sache ist, ja, du willst jetzt einfach nur was Krasses machen. Aber so wie ich das sehe, ist das ja irgendwie so eine Persönlichkeitsentwicklung. Du willst dich deinen Ängsten stellen und du willst einfach
alles machen, was du dir ausdenken kannst und nicht Sklave deiner Angst sein. Ich weiß nicht, hast du sonst noch irgendeine Nachricht? Ansonsten... Nein, eigentlich nicht. Also, okay, dann... Vielen, 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 vielen Dank. Richtig cool, dass du irgendwie mit mir telefoniert hast. Und also wirklich vielen Dank dafür. Und ich wünsche dir auch alles Gute bei deinen nächsten Stunts. Und ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, mach das nicht nach. Er macht das ungefähr schon 10 Jahre. Das soll irgendwie keinen animieren, der jetzt irgendwie seit gestern irgendwie klettert, das einfach irgendwie nachzumachen. Das geht nicht gut. Und ansonsten vielen Dank nochmal und einen schönen Abend. Danke dir ebenfalls. Ciao. Mach's gut.